Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Unsere Landwirtschaft. Wir sind heute hier Anfang März auf einer Grünlandfläche. Heute scheint die Sonne. Wir haben 5 Grad plus und die Flächen sind befahrbar. Also, was spricht dagegen, das Grünland erstens zu bonitieren und zweitens eine Nachsaat zu machen? Das wollen wir uns heute anschauen. Wann macht es Sinn, in Nachsaat, in Saatgut und auch in Technik zu investieren, um die Grünlandbestände aufzupeppen, damit natürlich in 2019 wieder mehr Ertrag vom Grünland kommt, um Tiere und Biogas zu ernähren. Und wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen euer Grünland beurteilen wollt, ob eine Nachsaat sinnvoll ist, dann ist das euer wichtigstes Arbeitsmittel, euer wichtigstes Hilfsmittel, ein Eisenrechen. Geht einfach raus auf eure Flächen, bonitiert die. Schaut euch an, wie ist die Grasnarbe. Ist er grau, braucht der Bestand möglicherweise jetzt schon Nährstoffe, muss er angeschoben werden. Und dann nehmt diesen Eisenrechen, wenn er bonitiert, und geht hin und geht kreuz. Und ihr merkt schon, was hier an Masse rauskommt. Ihr geht kreuz und quer durch den Bestand. Und ihr seht dadurch die, und das ist oftmals noch viel, viel kritischer auf manchen Standorten, ihr seht, diese minderwertigen Arten werden ausgerissen. Gerade bei solchen richtig grauen Grünland, was dann schlecht dasteht, seht ihr Wiesenrispe. Nie Wiesenrispe, sondern gemeine Rispe. Ganz klar seht ihr hier einen Flachwurzler. Ein Räuber, der sich breit macht, wenn Stresssituationen sind. Hochwertige Gräser, wie hier das deutsche Weidelgras. Die gehen verloren unter trockenen Bedingungen. Und dann in diese Lücken geht diese gemeine Rispe rein, macht sich breit, räubert die Nährstoffe, die über die Gülle kommen, über dieses flache Wurzelwerk, den anderen Kulturarten weg, schließt also diese Lücken hier. Und diese gemeine Rispe wird deswegen mit diesem Eisenrechen auch sehr konsequent rausgezogen. Alle anderen tiefwurzelnden Arten, wie auch hier zum Beispiel das Knallgras und das Lieschgras, die bleiben stehen. Ihr seht also dann auf einmal, hier zum Beispiel auch ein schönes deutsches, eine deutsche Pflanze, die ist auch stehen geblieben, obwohl sie klein war. Eine junge deutsche Weidelgraspflanze bleibt stehen. Ihr seht aber auf einmal durch diese Eisenrechen-Starkbehandlung, was bleibt stehen an Bestand. Und das wird auch unter schlechten Grünlandbedingungen noch viel, viel kritischer sein. Da bleibt weniger stehen. Hier haben wir vielleicht 20-30% Lücken jetzt erzeugt. Einen ganz intensiven Striegelgang simuliert damit. Und wir sehen jetzt hier, auf diese Erdstellen können wir natürlich mit einer Nachsaat sehr gut arbeiten, weil auf diesen Erdboden Bodenschluss kommt. Das Saatgut fällt auf den Boden, kriegt Wasseranschluss, kann auflaufen, kann keimen. Und wie gesagt, unter kritischen Grünlandbedingungen wird das noch viel, viel stärker sein, diese Lückigkeit, die entsteht. Und ihr seht hier im Hintergrund, der Landwirt hat hier schon in dem Teil eine Nachsaat gemacht, hat straff gestriegelt, hat diese Lücken erzeugt, damit die Nachsaat auch auf einen guten Boden fällt und sich entwickeln kann. Nutzt also diesen Test, um einfach eure Flächen zu bonitieren und zu erkennen, okay, wo ist es sehr, sehr kritisch. Und genau wie dieser Eisenrechen, das ist natürlich dann die Bedingung, genau wie dieser Eisenrechen muss dann auch euer Striegel arbeiten. Er striegelt also an einem Tag, so wie heute, das erste Mal auf, kämmt diese Rispe heraus und andere alte Gräser, alte Bestände, alte Pflanzen heraus, schafft Lücken. Und dann am darauffolgenden Tag nehmt ihr den Striegel in Kombination mit einer Drillmaschine, mit einer Aussaat, striegelt nochmal, arbeitet den jungen Grassamen ein und könnt dann am dritten Tag möglicherweise nachgelagert wieder nochmal walzen. Also immer wieder striegeln, abtrocknen lassen, aussehen, abtrocknen lassen, walzen, um dann perfekte Feldaufgänge zu haben. Und ganz wichtig, nutzt jetzt die Zeit. Wir haben ideale Bedingungen, es ist nicht zu feucht dieses Jahr, wir haben Top-Befahrbarkeit, wir haben einen zügigen Vegetationsbeginn, einen zügigen Start ins Frühjahr. Nutzt jetzt die Zeit, um eure Bestände zu bonitieren und dann natürlich auch die Nachsaat zu machen. Und jetzt kommt vielleicht die Aussage, naja, ich will ja aber auch Gülle fahren. Dann fahrt zuallererst die Gülle auf die Bestände drauf und striegelt dann nach, lasst die Gülle abtrocknen, möglicherweise die Gülle streifen vom Schleppschlauch, abtrocknen und striegelt dann danach. Oder schleppt danach, wenn ihr keinen Striegel habt. Aber erst die Gülle drauf und dann striegeln, schleppen, Nachsaat machen. Weil nichts ist schlimmer, wenn ich den jungen Grassamen hier hinbringe und dann mit schwerer Gülletechnik nochmal überrolle
oder mit Gülle zuplappere den jungen Samen. Also es ist wirklich erst Gülle formen und dann die Nachsaat machen. Wie gesagt, wichtigstes Arbeitsinstrument, dieser Eisenrechen nützt jetzt die Zeit, geht raus auf die Bestände, investiert in Nachsaat. Es ist hochwirtschaftlich dieses Jahr, weil die Bestände sind gestresst aus 2018 und es ist allemal billiger, Nachsaat zu investieren, als vielleicht im Herbst dann fertige Silage teuer einzukaufen. Ich wünsche euch frohes Schaffen und reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.